Ja, wie? Ich? Zu viel gegessen? Wie kommt ihr denn auf die Idee? Na, auch gut ins neue Jahr gerutscht. Nee, nee, auf dem Erbrochenen ihrer Gäste zählt nicht. Wobei die ja dann wenigstens nicht zugenommen haben. Denen bleibt das Kalorienzählen erspart. Die müssen sich heute Abend nicht fragen, ob sie lieber 1500 Gramm Sellerie essen oder zum Beispiel 37 Gramm Kartoffelchips. Naja, oder als Kompromiss 1,5 Kilo Chips. Bewegung kann natürlich auch nicht schaden. Sie könnten zum Beispiel endlich mal die Weihnachtspostkarten zur Post bringen. Ja, ich weiß, das haben Sie bisher nur noch nicht gemacht, weil Sie die genaue Anschrift vergessen haben. Na und? Das hat Paul Bates auch nicht abgehalten. Der hat statt einer Adresse einfach eine kleine Landkarte auf den Briefumschlag gemalt. Ja, und der Brief ist dann auch tatsächlich nach nur 9 Tagen bei seinem alten Freund angekommen. Ja, machen Sie das auch mal. Nur vielleicht nicht mit Ihrer Bürgermeisterkandidatur. Blöd ist ja nur, dass man sich jetzt bei Briefen und so immer noch mit der Jahreszahl vertut. Kleine Eselsbrücke, 2000, Goldgräber. Genau, die 7. Und die 7 ist ja auch eine wirklich interessante Zahl. Und das gleich 77 Mal. Die Iren etwa glauben, dass der 7. Sohn eines 7. Sohnes magische Kräfte hat. Die Rumänen dagegen glauben, dass es ein Vampir ist. Ist ja auch wichtig zu wissen fürs Stillen. Aber haben Sie eigentlich schon einen Kalender für 2007? Nicht? Der von Kundbeck war schon vergriffen? Dann basteln Sie doch einfach diesen schicken kleinen Kalender von Cardboy nach. Ihren 2007er Kalender sollten Sie übrigens gut aufbewahren, denn schon 2018 können Sie dieselben Kalenderblätter wieder benutzen. Gut, nur vielleicht etwas verknitterter, wie Sie. Aber mit Vorhersagen ist das ja so eine Sache. Hier zum Beispiel finden Sie eine detaillierte Zukunftsprognose für das komplette 21. Jahrhundert. Demnach etwa werden uns Roboter ab 2040 geistig und körperlich überlegen sein. Ja, und 2091 wird Britney Spears 110 Jahre alt. Dass sie bis dahin Unterwäsche trägt, kann man nur hoffen. Das ist aber alles natürlich noch sehr vage und unsicher. Ich meine, selbst mit Wettervorhersagen tun sich die Profis ja schwer. Was manchmal gar nicht so sehr an den Satellitenbildern, sondern eher an den Kollegen liegt. Let me talk, Carol. Translate that for us. I don't know what that means. What does that mean? Well, if you would let me talk. Etwas bessere Stimmung war natürlich überall auf der Welt an Silvester. Und davon können Sie sich auch dieses Jahr wieder anhand toller 360-Grad-Aufnahmen bei Panoramastika überzeugen. Und es sind wirklich viele stimmungsvolle Fotos dabei. Angefangen natürlich bei New York. Aber es gibt auch Bilder von den Bahamas, aus Rio, Bukarest oder Berlin. Oh, das klang in den Nachrichten etwas aufregender. Ja, und ein echter Spaß zum Jahreswechsel ist immer der Polarbear-Swim auf Salt Spring Island in Kanada. Und nein. Das da ist kein Polarbär. Richtig gute Stimmung herrscht übrigens auch bei uns, denn bei unserer Nikolausversteigerung ist schon mehr Geld zusammengekommen, als wir erwartet haben. Aber da es für einen guten Zweck nie genug Geld sein kann, dürfen bis Dienstag natürlich alle nochmal kräftig bei einer der 4 Versteigerungen mitbieten. Einen Ehrensenfschal gibt es ja auch noch obendrauf. Und wer weiß, ob es die so bald wirklich nochmal zu kaufen gibt? Sollten Sie nicht zum Zuge kommen, nicht traurig sein. Denn wenn Sie schon nicht unsere Planpatenschaft unterstützen können, können Sie alternativ eine Nonne adoptieren. Nämlich bei diesem Orden. Für 160 Dollar schließen die Sie ein ganzes Jahr in Ihre Gebete mit ein. Sehr beliebt sind die Nonnen übrigens auch als Geschenk. Schön verpackt sind sie ja schon. Wenn Sie das Beten allerdings lieber selbst erledigen wollen, dann sollten Sie sich vorher zumindest erstmal bibelfest machen. Zum Beispiel bei BibleMap.org. Dort können Sie nicht nur Bibelstellen lesen, sondern sich gleichzeitig auch die dazu passenden Örtlichkeiten anzeigen lassen. Hier zum Beispiel war das mit der Sintflut. Ja, zoomen Sie ruhig mal rein. Der Jahreswechsel ist ja auch immer der Zeitpunkt, wo Menschen einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Zum Beispiel auch Whitney Houston. Nachdem sie sich ja endlich von ihrem Mann Bobby Brown getrennt hat, trennt sie sich jetzt auch von ihren Schulden. Nämlich bei einer Auktion, bei der sie Musikinstrumente, jede Menge Klamotten und schicke Möbel versteigert. Alles noch top in Schuss. Da ist höchstens etwas Staub drauf. Oder was auch immer für ein weißes Pulver. Lassen Sie sich übrigens von den schlechten Erfahrungen von Whitney Houston nicht abschrecken. Trauen Sie sich. Halten Sie im neuen Jahr um die Hand Ihrer Liebsten an. Die Latte für den Heiratsantrag liegt ja nicht allzu hoch. Sie müssten nur noch etwas origineller sein als der junge Mann, der den Antrag mit diesem extra animierten Film gemacht hat. Aber das schaffen sie schon. Dear Natasha. No. You light up my... No. Zum Jahreswechsel haben sie sich ja wahrscheinlich auch die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. Hier ist er, die Spieletipps. Ja, jetzt beruhigen sie sich langsam. Sie müssen ja nicht immer als Erster fertig sein. Mann, Mann. Fertig. Das war Ehrensenf. Ich bin Katrin. Tschüss. So, ihr könnt mich wieder rausrollen. Nein, mit Stuhl.